schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bedanke mich für die Einladung, insbesondere bei Herrn Dombert, der mich ja schon ein bisschen länger kennt. Und ich hoffe, dass ich den Ton treffe. Ich bin ja etwas unsicher. Ich habe das jetzt schriftlich ausformuliert, werde vorlesen und hoffe, dass ich, wie gesagt, ungefähr richtig den Ton treffe. Ich beginne mit einem längeren Zitat. Können Sie mich gut verstehen, von der Lautstärke her ist angenehm? Ja. Kein Mensch muss müssen, sagte der Jude Nathan zum Derwisch. Und dieses Wort ist in einem weiteren Umfange wahr, als man demselben vielleicht einräumen möchte. Der Wille ist der Geschlechtscharakter des Menschen und die Vernunft selbst ist nur die ewige Regel desselben. Vernünftig handelt die ganze Natur. Sein Prärogativ ist bloß, dass er mit Bewusstsein und Willen vernünftig handelt. Alle andere Dinge müssen. Der Mensch ist das Wesen, welches will. Mit diesen Worten beginnt Friedrich Schiller seinen Aufsatz über das Erhabene, der vermutlich in der ersten Hälfte der 1790er Jahre entstanden ist. Als Wesen, welches will, verliere, so Schiller, der Mensch eben Wesentliches, wenn er Gewalt oder Zwang unterliege, wenn er also nur muss und nicht will. Nun muss jeder Mensch aber sterben und unterliegt damit letzten Endes einer natürlichen Gewalt. Da der Wille auf physischem Gebiet, also hier der Wille weiterzuleben, an offensichtliche Grenzen stößt, verweist Schiller auf die Möglichkeit des Menschen, Gewalt, Zitat, dem Begriffe nach zu vernichten, Zitat Ende, und das heißt, sich derselben freiwillig unterwerfen. Dies zu erreichen, könne die moralische Kultur dem Menschen helfen. Wir erführen durch das Gefühl des Erhabenen, dass die Naturgesetze uns nicht vollständig bestimmen und sich der Zustand unseres Geistes nicht notwendig nach dem Zustand der Sinne richten muss. Wir haben, so Schiller, ein selbstständiges Prinzipium in uns, welches von allen körperlich-sinnlichen Einflüssen unabhängig ist. Bei einem Theaterbesuch etwa kann der Mensch erfahren, Zitat, dass folglich zwei entgegengesetzte Naturen in uns vereinigt sein müssen. Zitat Ende. Die eine, die ihm als Bewohner der körperlichen Welt der Erfahrung zukommt, ist die Sinnlichkeit, der im Übrigen auch der Verstand zuarbeitet. Die andere, ganz andere, vernünftige Natur ist von den Gesetzlichkeiten der Sinnenwelt unabhängig und kann sich ihre Gesetze selbst geben. Moral und Religion erfordern gelegentlich, Zitat, Ergebung in den göttlichen Ratschluss oder die Resignation in die Notwendigkeit. Zugleich aber ist der moralisch gebildete Mensch und nur dieser ganz frei. Wieder Zitat, nichts, was die Natur an ihm ausübt, ist Gewalt, denn ehe es bis zu ihm kommt, ist es schon seine eigene Handlung geworden. Durch eine gefühlsmäßige Anverwandlung natürlicher Gegebenheiten durch moralische Kultur gelinge es dem Menschen, seinen Willen zu behaupten, denn der Mensch ist das Wesen, welches will. Entschuldigung. Diese schönen Gedanken stammen von einem der größten Dichter unseres Landes. Doch muss hinzugefügt werden, dass sich Schiller in den Jahren 1791 bis 1795 ausführlich und sehr intensiv mit einem der größten, vielleicht dem größten Philosophen unseres Landes, nämlich Immanuel Kant, befasste. Deshalb dürfen wir davon ausgehen, dass Schillers Reflexionen auf einer außergewöhnlich tiefgreifenden philosophischen Bildung und Begründung basierten. Die kleine Vorlesungsreihe, die ich heute abschließen darf, heißt jedoch Am Puls der Zeit. Wir sollten das Thema Mensch und Freiheit deshalb nicht nur aus der Sicht des ausgehenden 18. Jahrhunderts angehen, sondern um Aktualität bemüht sein. Wie sehr sich doch die Ansichten in 225 Jahren geändert haben. Von heute aus betrachtet erscheint mir der Aufschwung der Kognitions- und Neurowissenschaften in den vergangenen Jahrzehnten besonders einschneidende Folgen gehabt zu haben und immer noch zu haben. Seit die Neurowissenschaften über leistungsfähige, immer präziser werdende Verfahren zur Erforschung von Hirnprozessen verfügen, ist die öffentliche Debatte um den freien Willen heftig aufgeflammt.
Im deutschsprachigen Raum haben insbesondere drei Autoren dieser Fächer zur mediengerechten Befeuerung einer großen Debatte um die Willensfreiheit beigetragen, die den Gipfel ihrer Heftigkeit in den 2000er Jahren erreichte, aber noch keineswegs eine Auflösung gefunden hat. Die Rede ist von Wolfgang Prinz, Gerhard Roth und Wolf Singer. Diese drei Forscher sind fast gleich alt, 1942 bzw. 1943 geboren und haben große wissenschaftliche Karrieren gemacht. Auch als Direktoren von Max-Planck-Instituten, Prinz in Leipzig, Singer in Frankfurt und des Hanse-Wissenschaftskollegs in Delmenhorst, das ist Gerhard Roth. Zu ihren Thesen werde ich im Folgenden Stellung nehmen und versuchen, in der Auseinandersetzung damit eine Position zu erarbeiten, die ich im Schlussteil noch einmal auf eine zentrale Fragestellung bei Kant und Schiller anwenden werde. Aus den Schriften von Prinz, Roth und Singer lassen sich mit unterschiedlicher Betonung der Teile die folgenden drei Hauptthesen herausarbeiten. Erstens, die fortschreitende empirische, experimentelle Forschung belegt die Wahrheit des Determinismus. Zweitens, es hat sich herausgestellt, dass in Wirklichkeit das Gehirn entscheidet und nicht die mit Rationalität und Bewusstsein ausgestattete Person. Drittens, die Willensfreiheit, die wir an uns selbst und anderen Personen wahrnehmen oder wahrzunehmen glauben, ist eine Illusion. Die Konklusion aus diesen drei Thesen müsste sein, dass sich unser Selbstverständnis, unser Menschenbild grundlegend zu wandeln hat. Ich werde im Folgenden dafür argumentieren, dass diese Selbstinterpretation der Hirnforschung in allen drei Teilen verfehlt ist. Die schmälert ihre Berechtigung und Faszination natürlich in keiner Weise. Diese bleiben vollkommen intakt. Was sich ändern und verbessern muss, ist allerdings die Klarheit darüber, welche philosophischen Schlussfolgerungen die Hirnforschung zu ziehen erlaubt und was es bedeutet, frei zu sein. Erstens, zur Wahrheit des Determinismus. Was Determinismus ist, lässt sich gut in einer Metapher einfangen. Eine Formulierung von Wittgenstein ist hier geeignet. Das ist ein längeres Zitat. Wir sagten, man könne erklären, wie die Menschen die Naturgesetze betrachten, indem man sagt, dass sie sie so betrachten, als wären sie Schienen, auf denen sich die Dinge bewegen müssten. Der Ausdruck eines Naturgesetzes war in gewisser Weise eine solche Schiene. Der Begriff des Zwangs ist da, wenn man die Regelmäßigkeit als erzwungen betrachtet, als von Schienen vorgegeben. Wenn man neben dem Begriff der Regelmäßigkeit auch noch diese Idee ansetzt. Es muss sich so bewegen, weil die Schienen so verlegt sind. Genauerhin ist die Behauptung des Determinismus die folgende. Für jeden beliebigen Zeitpunkt gilt, gegeben der Zustand der Welt zu diesem Zeitpunkt und gegeben die in der Welt geltenden Naturgesetze, gibt es nur eine objektiv mögliche Fortsetzung des Laufs der Welt. Für viele Fragen ist es übrigens ohne Belang, ob der Determinismus theologisch in der göttlichen Prädestination oder naturwissenschaftlich in den geltenden Naturgesetzen begründet ist. Es stellt sich nun die Frage, ob die Behauptung des Determinismus auf unsere Welt zutrifft, ob sie also wahr ist. Wo können wir erwarten, empirische, wissenschaftliche Belege für die Wahrheit oder Unwahrheit des Determinismus zu finden? Wohl kaum in der Neurobiologie. Das menschliche Gehirn ist hierfür viel zu komplex, zu unübersichtlich. Es erlaubt kein Auseinanderdividieren einzelner Faktoren, um deren Einfluss isoliert zu bestimmen oder messen zu können. Auch wenn ein Vorgang im Gehirn spontan und undeterminiert aussieht, kann man nie sicher sein, ob nicht irgendwelche Faktoren übersehen wurden, die das scheinbar spontane Geschehen kausal hervorgerufen haben. Und damit, dass es spontan aussehende zerebrale Vorgänge gibt, müssen wir schon aufgrund quantenphysikalischer Erwägungen rechnen. Wenn man überhaupt hoffen kann, Aufschlüsse über die Wahrheit des Determinismus zu erhalten, muss man kleine, ungestörte, isolierte Systeme studieren. Entschuldigung. Dies ist die Tätigkeit, die Physiker in der Elementarteilchenphysik betreiben.
Doch auch hier ist Skepsis angebracht, ob definitive Antworten zu erhalten sind. Die relevanten Mikrosysteme sind klein, fein, empfindlich und im technischen Sinne chaotisch. Eine völlig exakte Wiederholung der Anfangsbedingungen eines Experiments ist unmöglich. Wie soll man aber entscheiden, ob in einem Einzelfall genuiner Zufall am Werk ist oder ob die unmerklich variierten Anfangsbedingungen auf völlig deterministische Weise zu divergentem, unvorhersagbarem Verhalten geführt haben? Ich sehe nicht, wie eine definitive Entscheidung über die Wahrheit oder Falschheit des Determinismus herbeizuführen sein sollte. Wenn es aber doch einen Nachweis der Wahrheit des Determinismus geben sollte, dann brauchen wir hierfür Elementarteilchenbeschleuniger und nicht Elektrodenkappen, also die Physik und nicht die Neurophysiologie. Ich meine zwar, dass weder ein schlüssiger empirischer Nachweis noch eine definitive empirische Widerlegung des Determinismus möglich ist, doch sollte es doch eine solche Möglichkeit geben, dann hätten wir sie sicher nicht von Seiten der Neurophysiologie zu erwarten. Gebunden ist das Unternehmen Wissenschaft jedenfalls nicht an die Wahrheit der deterministischen Arbeitshypothese. Einstein glaubte fest, dass Gott nicht würfelt, doch als sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Mehrheit der Physiker mit dem Gedanken anfreundete, dass die fundamentalen Gesetze der Physik mit einem möglicherweise irreduziblen Zufall rechnen, ging die Physik nicht unter. Radioaktiver Zerfall scheint zumindest essentiell zufällig, ohne Ursachen stattzufinden. Wissenschaftliche Überlegungen sind damit ohne weiteres vereinbar, im Gegensatz zu dem, was etwa Wolfgang Prinz behauptet. Der Determinismus stellt eine methodische Einstellung bei der Durchführung und Interpretation von Experimenten dar. Er ist ein sinnvoller metaphysischer Rahmen für wissenschaftliches Arbeiten, wenn man so will, eine legitime wissenschaftliche Weltanschauung, aber, so glaube ich, nichts, was empirisch belegt oder a priori als wahr eingesehen werden könnte. Die erste These der Hirnforscher, wonach ihre neurowissenschaftlichen Untersuchungen den Determinismus als wahr erwiesen haben oder ihn gar als wahr voraussetzten, ist also nicht haltbar. Zweitens, zur Frage, ob das Gehirn für uns entscheidet. Hier scheint mir eine Berufung auf die Alltagssprache durchschlagend zu sein. Von einer Entscheidung kann man nur dann sprechen, wenn es eine Einheit als zentrale Entscheidungsinstanz, ein Ich oder ein Subjekt, wenn Sie so möchten, gibt, die Übersicht und die Fähigkeit zum vernünftigen Abwägen der je wirkenden Faktoren besitzt und nicht bloß als Resultat des Ziehens und Drückens verschiedener Kräfte und Bestrebungen verstanden wird. Hierbei ist es unerheblich, ob man sich eine Entscheidung als einen plötzlichen Willensruck, einen punktuellen Akt vorstellt, der aus mehreren potenziellen Handlungssträngen einen auswählt, oder ob man an die Kontinuität mentaler Prozesse glaubt. Wichtig ist allein, dass eine Entscheidung einen Entscheidungsträger mit gewissen hochstehenden Fähigkeiten voraussetzt, eine Person. Das Verb entscheiden setzt ein Subjekt voraus, weshalb seine Anwendung auf das Gehirn begrifflich unmöglich ist. Hier könnte man nun einwenden, dass wir doch beispielsweise sagen, eine Lottotrommel könne über mein zukünftiges Schicksal entscheiden. Die Redeweise ist aber nur metaphorisch. Wörtlich genommen fällt eine Lottotrommel keine Entscheidungen. Ähnlich sind meines Erachtens die Vorgänge im Gehirn zu bewerten. Auch hier gibt es keine Person. Es gibt keinen interpretierenden, wertenden, Dialoge führenden, Prioritäten setzenden und entscheidenden Akteur namens das Gehirn. Im Inneren unseres Schädels gibt es lediglich zielloses, irrationales Naturgeschehen. Die Rede vom Gehirn, das Entscheidungen trifft, kann als eine Metapher angehen, solange man sich des metaphorischen Gehalts dieser Redeweise bewusst ist. Irritierend ist besonders Gerhard Roths Insistieren auf eine nicht metaphorische Lesart des Satzes »Das Gehirn entscheidet«. Diese von ihm rhetorisch eingesetzte Redeweise verführt zu ungenauem Denken und behindert die interdisziplinäre Kommunikation.
von einer, Zitat, Entscheidung im Gehirn zu sprechen, ist im Grunde genommen auch kontraproduktiv für die Sache der Neurowissenschaftler. Sobald man bereit ist, sich von der Ebene makroskopischer Entscheidungsträger über Brückengesetze auf die mikroskopisch-neuronale Ebene zu begeben, landet man in einem Bereich, den wir viel eher für rein kausal naturwissenschaftlich erfassbar halten. Wenn wir es mit Neuronen und Synapsen, physikalischen oder chemischen Vorgängen im Hirn zu tun haben, dann scheint es sehr schwer vorstellbar zu sein, wo man noch Platz für die Intervention eines Subjekts finden sollte. In unserem Bild von den Vorgängen der Mikroebene ist weit und breit keine handlungsfähige, personale Einheit vorfindbar. Das Gehirn ist ein Biocomputer, welcher den Naturgesetzen gehorcht. Eine konsequent naturalistische Darstellung müsste den Begriff der Entscheidung letztlich ganz verzichtbar machen. Um ihre eigene Sache plausibel zu machen, sollten die Hirnforscher also nicht in missverständlichen Ausdrucksweisen das Hirn vermenschlichen, sondern den Menschen als durch und durch biologisches Wesen begreifen. Die zweite These der Hirnforscher, wonach nicht Personen, sondern Gehirne Entscheidungen treffen, ist also ebenfalls zurückzuweisen. Drittens, ist Willensfreiheit eine Illusion? Vom Problem der Wahrheit des Determinismus ist streng zu unterscheiden die Frage nach der Beziehung zwischen Determinismus und Freiheit. Ist Freiheit mit dem Determinismus vereinbar? Es muss betont werden, dass ein Ja auf diese Frage keineswegs die Wahrheit oder Falschheit des Determinismus präjudiziert. Ebenso wenig, wie das ein Nein auf diese Frage tun würde. Die Antwort auf die Determinismusfrage ist also logisch unabhängig von der Antwort auf die Kompatibilitätsfrage, also die Frage, ob Determinismus und Willensfreiheit verträglich sind. Nur wenn man aus unabhängigen Gründen gesichert hat, dass es Freiheit in unserer Welt gibt, dann impliziert das faktische Vorlegen des Determinismus die Kompatibilität. Oder äquivalent, dann impliziert die Behauptung der Inkompatibilität die faktische Falschheit des Determinismus. Die Frage nach der Verträglichkeit von Freiheit und Determinismus werde ich nun versuchen zu beantworten, ohne von meiner These, wonach die wissenschaftliche Einstellung keineswegs auf ein deterministisches Kausalprinzip verpflichtet ist, Gebrauch zu machen. In den Augen der erwähnten Neurowissenschaftler ist die Dialektik der Problemlage, kurz gesagt, die folgende. Erstens, unser menschliches Selbstverständnis beinhaltet, dass wir zumindest gelegentlich freie und autonome Entscheidungen treffen und Handlungen vollziehen können. Zweitens, die Wissenschaft impliziert, dass alles Geschehen in der Natur durch Ursachen bestimmt, determiniert ist. Drittens, nun kann aber nur frei sein, was nicht durch vorgängige Ursachen bestimmt ist. Freiheit und Determinismus widersprechen sich. Viertens, also muss entweder unser menschliches Selbstverständnis oder unser wissenschaftliches Weltbild aufgegeben werden. Wohlgemerkt, das sind die Thesen der Neurowissenschaftler, nicht meine. Für die Neurowissenschaftler ist klar, wer nachzugeben hat, das menschliche Selbstverständnis. Wer ist aber für die Bedeutung des Wortes Freiheit zuständig? Woran hängt der Freiheitsbegriff? Zunächst an der Alltagssprache. In ihr werden die entsprechenden Konzepte anhand paradigmatischer Beispiele gelernt. Wir müssen uns jedoch fragen, ob es nicht systematischer organisierte Bereiche gibt, die uns Kriterien oder Ressourcen zu einer besseren, präziseren Fassung des Freiheitsbegriffs bieten. Zwei Möglichkeiten der Formalisierung des Alltagsverstandes stechen hierbei ins Auge. Die eingeführte moralische, soziale und rechtliche Praxis einerseits und die Wissenschaft andererseits. Beide belegen den Freiheitsbegriff mit ihren Vorstellungen und diese Belegungen sind offenbar nicht ohne weiteres miteinander in Einklang zu bringen. Wie lernen wir im Alltag, was es heißt, sich frei zu entscheiden? Lassen Sie uns hierzu einige alltägliche Szenarien betrachten. Der kleine Junge entscheidet sich für den roten Luftballon und lässt den gelben und den blauen unbeachtet. Vor dem Zu-Bett-Gehen will das etwas größere Mädchen lieber doch nicht Harry Potter,
sondern noch einmal Dr. Doolittle vorgelesen bekommen. Der pubertierende Tanzschüler überlegt sich, ob er Anna, Bea oder Cleo um den Tanz in der nächsten Runde bitten oder vielleicht doch lieber sitzen bleiben soll, um sich keinen Korb zu holen. Der Student in der Mensa wählt nach Inspektion des Angebots das vegetarische Gericht mit Salat und Frucht als Nachtisch. Die Professorin unterzieht sich nach dem Mittagstisch der Mühe einer wohlbegründeten Entscheidung zwischen Süddeutscher, Fatz und Tatz. In allen diesen Fällen trifft ein Mensch eine Wahl, die mehr oder weniger unvermittelt zu einer bestimmten Handlung führt. In allen diesen Fällen nennen wir die Wahl oder die nachfolgende Handlung frei. Es ist auch kein Zufall, dass wir hier ohne zu zögern von Freiheit sprechen. Denn es sind genau solcher Art paradigmatische Episoden, in denen die Bedeutung des Wortes frei erlernt wird. Mir scheint nun, in normalen Fällen kann uns niemand von der Ansicht abbringen, dass solche Entscheidungen und Handlungen frei sind. Natürlich kann es einzelne Fälle von Täuschung geben. Und es gibt sicherlich inadäquate Zuschreibungen oder Selbstzuschreibungen von Freiheit. Aber es können nicht alle oder die meisten von ihnen falsch sein, denn mit solchen Zuschreibungen erklären wir ja zuallererst, was Freisein bedeutet. Von einzelnen, möglicherweise gar nicht seltenen Fehlzuschreibungen darf man nicht auf die Falschheit aller Zuschreibungen schließen. Im Großen und Ganzen wird also durch solche Art paradigmatische Situationen festgelegt, was Freisein heißen soll. Die Rolle, die dieses Wort in der deutschen Sprache spielt, gibt auch keinen Anlass zur Befürchtung, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. Insbesondere kann man sich nicht oder jedenfalls kaum vorstellen, dass irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse uns von heute auf morgen von der Meinung abbringen würden, es liegen hier in den Beispielen freie Entscheidungen vor. Würden etwa psychologische Studien ergeben, dass kleine Jungs fast immer auf rote Dinge zusteuern oder dass größere Mädchen vor dem Schlafengehen keine allzu aufregenden Geschichten hören wollen, würde dies nichts daran ändern, dass wir sagen, dass die Wahl des roten Luftballons oder der Doolittle-Geschichte eine freie war. Hirnphysiologische Forschungen an dem Tanzschüler oder an dem Studenten in der Mensa könnten vielleicht erweisen, dass der Erstere in Anna verliebt war und der Letztere eine Abneigung gegen den Geschmack von Fleisch entwickelt hat. Und dass deshalb die je getroffene Wahl hätte vorausgesagt werden können. Aber auch wenn man den Tanzschüler und den Studenten mit diesen Forschungsergebnissen konfrontieren würde, würden sie, so meine ich, die Vorstellung, sie hätten ihre Wahl nicht frei getroffen, entrüstet zurückweisen. Zwingende Überlegungen aus theoretischer und praktischer Vernunft könnten zeigen, dass die Professorin, sofern sie ein rationales Wesen ist, diejenige Zeitung kaufen musste, die sie auch tatsächlich gekauft hat. Die Determination durch gute Gründe ist aber nichts, was die Professorin ihrer Freiheit beim Zeitungskauf berauben würde. Das ist also meine These. Die Existenz der Freiheit, die wir meinen, ist unabhängig von den Ergebnissen einer wie auch immer gearteten empirischen Wissenschaft. Wenn Freiheit mit den Resultaten empirischer Wissenschaft unverträglich zu sein scheint, dann liegt es nicht an fehlender Freiheit, sondern daran, dass wir lange Zeit, unter anderem gerade weil die empirische Realität so lange so viele Geheimnisse barg, irrtümliche Überzeugungen darüber gepflegt haben, was der Begriff der Freiheit alles impliziert. Wir leben, könnte man hiergegen einwenden, doch im Zeitalter der sprachlichen Arbeitsteilung. Könnte es nicht sein, dass die Neurowissenschaftler die Autorität über den Begriff der Freiheit übertragen bekommen? Die Autorität zur Bestimmung von Gold zum Beispiel lag am Anfang in der Umgangssprache, dann bei Juwelieren und ähnlichen Experten und ist heute an Physik und Chemie übergegangen. Gold ist nicht mehr einfach ein gelblich glänzendes, schweres und gut formbares, nicht rostendes und darum wertvolles Metall, sondern es ist das chemische Element, Symbol Au, mit der Ordnungszahl 79 und dem Atomgewicht 197. Die Autorität zur Bestimmung von Katzen lag anfänglich in der Umgangssprache, dann vielleicht bei Zoodirektoren
und spätestens seit Carl von Linnés Systema Naturae von 1735 in der Taxonomie der Biologen. Zu den Katzen gehören nicht einfach die schnurrenden Haustiere mit spitzen Ohren, sowie einige größere und gefährlichere Verwandte, Löwen, Tiger, Leoparden und so weiter, sondern Katzen sind alle Angehörigen der Familie der Felidae aus der Ordnung der Carnivora, der Klasse der Säugetiere. Der windhundähnliche Gepard gehört dazu, nicht aber die Schleichkatzen und die Hyänen. Schließlich lag die Autorität darüber, was als Mord zu gelten habe, anfänglich ebenfalls in der Umgangssprache, wurde aber später in die Definitionsgewalt der Juristen gelegt. Paragraph 211 des heutigen deutschen Strafgesetzbuchs definiert Mord als die Tötung eines Menschen, jetzt Zitat, aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingewehrlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Tötungen, die diese Merkmale nicht haben, gelten als Totschlag. Die Kriterien sind natürlich jeweils ihrerseits wieder auslegungsbedürftig. Die Auslegung ist im Zweifelsfall in die Kompetenz juristischer Fachleute gelegt. Eine vergleichbare Abgabe der Bedeutungsfestlegungskompetenz für den Begriff der Freiheit ist jedoch nicht zu erwarten. Noch einmal, was Freiheit heißt, lernen wir alle in zahlreichen Episoden, die für die Verwendung des Wortes Freiheit paradigmatisch sind. Natürlich kann es bei diesen Episoden einzelne Fehleinschätzungen geben, doch können nicht alle und nicht einmal die Mehrzahl von ihnen in die Irre gehen. Denn sie sind es, die die Norm dafür generieren, was Freiheit eigentlich heißen soll. Ist es genauso wenig möglich, hiergegen zu opponieren, wie es sinnvoll wäre, trotz vieler einschlägiger Episoden zu behaupten, wir könnten im Alltag nicht über die Bedeutung der Wörter Hunger oder Verliebtheit verfügen oder gar zu sagen, es gäbe eigentlich gar keinen Hunger oder keine Verliebtheit. Ja. Ebenso wenig kann man sagen, es gibt eigentlich gar keine Freiheit. Die wiederholten Episoden, in denen wir die sprachliche Bedeutung dieser Wörter lernen, können von keiner Wissenschaft über den Haufen geworfen werden. Natürlich wird man früher oder später auch eine Systematisierung unserer alltäglichen Intuitionen und eine theoretische Klärung des Begriffs der Freiheit erwarten und erstreben. Nicht zuletzt von der Philosophie. Die dann erhaltene Theorie kann in Bezug auf die Frage, was es heißt, frei zu sein, durchaus eine reformatorische, normative Kraft entfalten, doch nur insoweit, als sie einzelne Zuschreibungen von Freiheit korrigiert, nicht alle zugleich. Voraussetzung hierbei ist, dass wir fundamental skeptische Szenarien, in denen wir uns über alles immer täuschen, außer Acht lassen dürfen. Keine Theorie der Freiheit, sei sie philosophischer oder neurophysiologischer Natur, hat eine Begründung, die größere Autorität beanspruchen könnte als die paradigmatischen Lernfälle der Freiheit. Es gibt also Freiheit, und zwar in reichem Maße. Es hat schlicht keinen Sinn, die Existenz von Freiheit in Abrede zu stellen. Das Wort Freiheit wird in Situationen erlernt und gelehrt, in denen gewisse Phänomene auftreten, die man als Sprecher der deutschen Sprache unter diesem Namen Freiheit subsumieren möchte. Und die Rede von Freiheit hat sich in der Praxis zu gut bewährt, als dass sie gegenstandslos sein könnte. Was es weiter zu erforschen gilt, sind die Gemeinsamkeiten von und die Zusammenhänge zwischen Situationen, in denen das Prädikat frei angewandt wird. Mit dieser Stellungnahme berufe ich mich auf das sogenannte Paradigm Case Argument, das zuerst von Norman Malcolm 1942 vorgebracht und von Anthony Flew 1955 auf die Freiheitsproblematik angewandt wurde. Mit dem Niedergang der Philosophie der normalen Sprache gegen Ende des 20. Jahrhunderts ist das Paradigm Case Argument oft als erledigt betrachtet worden. Doch möchte ich hier für eine unbefangene Neubewertung plädieren. Wenn diese Überlegungen richtig sind, dann ist auch die dritte These der Neurowissenschaftler, wonach Freiheit eine Illusion sei, als verfehlt abzulehnen. Wir dürfen und müssen uns in der Freiheitsfrage nicht zu Geiseln der Physik,
den Terminus von John Martin Fischer machen, die jederzeit befürchten müssen, dass die Physik mit einem Nachweis des Determinismus auch eine Widerlegung der Freiheit produzieren könnte. Was aber würde geschehen, wenn entgegen den oben dargestellten Überlegungen morgen in den Nachrichten vermeldet würde, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einem elitären physikalischen Forschungsinstitut die Wahrheit des Determinismus tatsächlich doch nachweisen konnten? Meiner Ansicht nach nichts würde daraufhin passieren. Ja? Jedenfalls auf absehbare Zeit nichts. Sehr langfristige Änderungen der heutigen Begrifflichkeiten sind nicht auszuschließen. Mit dieser Antwort ist aber eine Festlegung auf eine sogenannte kompatibilistische Position erfolgt, nach der Freiheit mit Determinismus verträglich ist. Wie ist es aber vorstellbar, dass wir als freie Wesen vollständig durch Ursachen determiniert sein könnten? Der Schlüssel liegt meines Erachtens darin, dass manche dieser Ursachen als zu unserer Person zugehörig beschrieben werden, dass sie also als Teile von uns gelten. Unsere Wünsche und unsere Präferenzen gehören dazu. Nicht nur egoistische Wünsche natürlich, sondern alle Wünsche, die wir uns zu eigen gemacht und verinnerlicht haben. Manches, was unsere Handlungen verursacht, ist ein Teil von uns, selbst dann, wenn es wiederum von anderen Ursachen bewirkt wurde. Wenn diese Ursachen, wie etwa unsere persönlichen Präferenzen, uns determinieren sollten, dann würde uns das keineswegs unfrei machen. An dieser Stelle finden wir endlich wieder zurück zu Schiller und Kant. Gehen wir also noch einmal gut zwei Jahrhunderte zurück und versuchen, uns in die Denkungsart der genannten Protagonisten zu versetzen. Für Kant waren die Menschen einerseits Naturwesen und als solche dem ausnahmslos determinierenden Kausalprinzip unterwerfen. Wie ernst Kant das gemeint hat, ersehen wir aus dem folgenden Zitat. Jetzt beginnen. Man kann also einräumen, dass wenn es für uns möglich wäre, in eines Menschen Denkungsart so tiefe Einsicht zu haben, dass jede, auch die mindeste Triebfeder dazu uns bekannt würde, im Gleichen alle auf diese wirkende äußere Veranlassungen, man eines Menschen Verhalten auf die Zukunft mit Gewissheit, so wie eine Mond- oder Sonnenfinsternis ausrechnen könnte. Und dennoch dabei behaupten, dass der Mensch frei sei. Prädeterminiertheit und Freiheit sind also auch nach Kant kompatibel. Der entscheidende Zug der kantischen Theorie ist jedoch, dass wir Menschen gleichzeitig vernunftbegabte Wesen sind, die als Bewohner der Welt der Dinge an sich von selbst Kausalketten anstoßen können. Ich muss gestehen, dass ich die Gleichzeitigkeit des naturgegebenen Determiniertseins und des unbewegten Bewegerseins als Ding an sich schwer verständlich finde. Schopenhauer hat sie hingegen als die größte philosophische Entdeckung aller Zeiten gefeiert. Kant meint, dass wir die Freiheit haben, so zu sein, wie wir uns wählen. Dieser Gedanke findet sich emphatisch verstärkt auch bei Schopenhauer wieder. Schillers Auffassungen gehen damit im Wesentlichen konform. Er erklärt, dass bei der schönen Seele nicht mehr die einzelne Handlung sittlich genannt werden kann, da diese ja natürlich aus dem Charakter der schönen Seele flösse. Die einzelne Handlung könne der schönen Seele deshalb auch nie als Verdienst zugerechnet werden, denn die schöne Seele könne gar nicht anders, als gut zu sein. Doch ein großes, entscheidendes Meritum bleibt ihr. Zitat: Die schöne Seele hat kein anderes Verdienst, als dass sie ist. Zum Ende dieses Vortrags soll noch die Beziehung von Freiheit und Moral angesprochen werden, so wie sie Kant und Schiller konzipiert haben. Das Bild dabei ist das folgende. Wie den meisten Personen findet ständig ein innerer Konflikt statt, und zwar zwischen Neigung und Pflicht, zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit, zwischen Natur und Moral. Nur eine Entscheidung zugunsten der Pflicht, Sittlichkeit und Moral ist die wahrhaft vernünftige und damit auch die einzig freie. Kant hielt diese Doppelnatur des Menschen letztlich für unaufhebbar und die Forderung der praktischen Vernunft ist bei ihm rigoros. Zitat:
Bei dem, was moralisch gut sein soll, ist es nicht genug, dass es dem sittlichen Gesetze gemäß sei, sondern es muss auch um desselben Willen geschehen. Schiller hingegen dachte den Konflikt als auflösbar, und zwar in der schon erwähnten schönen Seele oder im schönen Charakter. Schiller hat Kants Rigorismus denn auch einmal in seinen Xenien verspottet. Ich zitiere, Gewissensskrupel. Gerne diene ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung, und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Decisum, da ist kein anderer Rat, du musst suchen, sie zu verachten und mit Abscheu alsdann tun, wie die Pflicht dir gebeut. Beide, Kant und Schiller, halten eine allein dem Naturtrieb, der Neigung, der Sinnlichkeit folgende Handlungsweise nicht nur für verwerflich, sondern auch für unfrei. Und wenn man genau nachhört, findet man bei ihnen Begründungen für diesen Befund, die, und das ist vielleicht überraschend, unserer Schlussfolgerung aus der Diskussion aktueller neurowissenschaftlicher Selbstinterpretationen nicht unähnlich sind. Kant meint, dass der Wille dann frei sei, wenn er nicht durch unsere sinnlichen Bedürfnisse und Triebe determiniert wird. Wobei diese, also die sinnlichen Bedürfnisse und Triebe, von Kant als fremde Ursachen eingeordnet werden. Schiller formulierte ganz ähnlich, Zitat, Freiheit ist aber schlechterdings nur moralisch, nicht physisch. Und bloß darin muss unsere Freiheit bestehen, dass wir unseren physischen Zustand, der durch die Natur bestimmt werden kann, gar nicht zu unserem Selbst rechnen, sondern als etwas Auswärtiges und Fremdes betrachten, was auf unsere moralische Person keinen Einfluss hat. Zitat Ende. Natürlich würden weder Kant noch Schiller eine Anschauung akzeptiert haben, die der Anschauung der heutigen Hirnforscher nahe kommt. Eine solche war übrigens bereits im 18. Jahrhundert weithin bekannt, durch den französischen Materialismus eines Diderot, Helvetius, D'Holbach oder Lametrie, dessen L'homme machine, der Mensch eine Maschine, von 1747 vielleicht die radikalste, skandalöseste Ausformung des Materialismus darstellte. Die empirische Evidenz von damals ist natürlich nicht mit der heutigen zu vergleichen, die scientistisch-physikalistische Ausrichtung jedoch schon. Auch wenn ich mich heute nicht immer am Puls der Zeit befinde, so kann ich doch mit einem tentativen, bescheidenen und durch weiteren Gehalt zu füllenden Ergebnis des in diesem Vortrag versuchten Brückenschlags zwischen 18. und 21. Jahrhundert schließen. Die Unfreiheit des Menschen besteht in der Determination durch fremde Ursachen. Ursachen, die nicht in seiner Person liegen und die er sich nicht zu eigen gemacht und verinnerlicht hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.